Auf meinem Befehl. So. Vorwärts. Schnell. Die Truhe haben wir. Ansonsten ist hier keine Truhe mehr. Vorwärts. Ich glaube, hier unten gibt es auch nichts Besonderes mehr. Nö. Ich fühle sie. Ich fühle sie. Geht euch vor. Also kann sich der Titan mal dahin bewegen. Und wir gehen hier hoch. Sehr schön. Dann werden uns auch Urias und Alia bald wieder folgen. Also ja, wir könnten, aber das dauert noch, weil wir haben gerade mal die Hälfte der Nahrung, die wir bräuchten. Nicht mal die Hälfte. So, Bario, alles geregelt. Ah, mögen eure Wege mit Gold bedeckt sein und eure Taten mit Ruhm vergolten werden. Die Lager sind zerstört. Eure Karawane kann nach Süden ziehen. Ich wusste, dass mein Plan gelingen würde. Gut gemacht, mein Freund. Wer sagt, dass ich euer Freund bin? Nun sputet euch, macht euren Trägern Beine. Nur Gemach. Trollträger sollte man nicht über Gebühr antreiben. Das ist schlecht fürs Inventar. Und wenn ihr wirklich wollt, dass ich dieses Tor für euch öffne, dann bleibt besser bei uns und schützt meine Träger. Die Gazeda sind nicht die einzige Gefahr hier. Achtet auf die Mumien. Sie sind mit Waffen kaum zu verletzen. Bekämpft sie am besten mit Magie, wenn ihr könnt. Feuer schadet ihnen am meisten. Ja. Gut. Durch die rote Wüste. Gibt der Karawane Begleitschutz auf ihrem Weg nach Süden. Mario zieht nun mit seinen Trollträgern in den Süden. Gibt ihm Geleitschutz, damit er das Tor der Genies für euch öffnet. Versucht möglichst viele Träger durch die Wüste zu bringen. Dadurch die Wüste sollte nicht das Problem sein, weil hier ist alles in Ordnung. Alles sicher. Und ja, Trollträger sind einfach Werfer. Müssten doch Werfer sein oder sind Schleuderer. Ne, sind sogar Schleuderer. So, dann porten wir uns mal zum Tor. Dann können wir nichts machen, außer warten. Hier, sofort! Schnell! Oh, da kommen schon die ersten Mumien angerannt.
Ach, normale Mumien und ein paar Clown-Mumien sind da dazwischen. Zum Glück keine Pest-Mumien. Ja, da laufen sie ganz langsam und gemächlich. Ja, vorwärts! Wir können leider nichts durch das Tor abfackeln. So, hier wird langsam wieder alles abgedunkelt. Oh, da kommt eine andere Horde Mumien. Wie sie da stehen und auf uns gierig warten, dass sie uns in Stücke reißen können.
So, da sind sie endlich angekommen. Da sind die Mumien und warten. Oh, und wir könnten jetzt theoretisch... Formbläser noch 5 Veteranen ausbilden. Es ist soweit. Ich öffne das Tor der Djinnis. Clanbrüder zu mir! Ja, Mumien brennt. Gut. Auf mein Zeichen, schnell! Und durch das Brander-Upgrade... Mir nach! Klappt das sogar noch viel besser. Vorwärts! Auf meinem Befehl. Und los! Und los! Sofort! Mir nach! Und los! Auf mein Kommando! Ja! Achso, Aura der Trägheit. Auf meinem Befehl! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Achtung! Eure Versuche langweilig! Also ja, das Abzug sorgt ja dafür, dass sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen können. Was bei seiner Truppe an Mumien... Schnell! ...recht praktisch ist. Und los! Folgt mir! Folgt mir! Mir nach! Und los! Nee, die Spawner, die mache ich nachher. Wenn ich nicht mehr auf die Karawane aufpassen muss. Sofort! Ich rieche Blut! Da sind unsere Hornbläser, die wir, glaube ich, sehr selten benutzen eigentlich. Vorwärts! Schnell! Sofort! Was liegt an? Ein Gegenangriff! Clanbrüder zu mir! Was liegt an? Für den Clan! Ich rieche Blut! Tod den Feinden! Auf mein Kommando! Mir nach! Was liegt an? Ein Gegenangriff! Jo, Veteranen gehen wieder drauf. Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Nicht zurückweichen!